Allzu weit wird er nicht sein. All sein Hab und Gut ist noch hier. Wir vermuten, er versteckt sich im Wald. Dein Lehrmeister schien sich sehr über mein Artefakt zu freuen. So ist er nun mal. Er sammelt seltene Artefakte, reist viel dafür herum. Angeblich einst sogar bis in den Raschthulswall nach Draconia, aber genaues weiß ich nicht. Aber ich jetzt. Bist du gut mit Rätseln? Was für Rätsel? Wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Was ist der Zusammenhang? Das kann ich dir nicht sagen. Dann kann ich es auch nicht lösen. So, ich denke, das reicht. Mach dich vom Acker, damit ich in Ruhe weiterforschen kann. Ich denke, ich habe genug gesehen. Und ich will mein Artefakt zurückhaben, meine verehrteste Dame. Komm, Nuri. Ich bringe dich nach Hause. Was machen wir jetzt? Hast du gehört, was die Magierin erzählt hat? Sie sagte, dass der Mob aus 5 Leuten bestand. Auf der Lichtung waren es aber nur 4 Säulen. Was, wenn der 5. entkommen ist? Es gäbe einen Zeugen. Ach, lass mich doch ein Rabe bleiben. So schlimm ist das nicht. Nicht, solange ich noch etwas dagegen tun kann. Ich werde mich mal etwas in der Stadt umhören und versuchen herauszufinden, was mit Fahi geschehen ist. Du bleibst besser hier. Ich bin eh müde. Ich werde ein wenig schlafen. Weckst du mich, wenn es etwas Neues gibt? Mach ich. Schlaf schön. So, dann gehen wir mal nach draußen und schauen mal, was jetzt hier wirklich passiert ist. Das ist eine sehr spannende Geschichte und ich freue mich wirklich... Oh, die Schweine sind wieder hier. Lol, wer ist das denn? Jeder, der anders ist, landet früher oder später hier. Wenigstens das ist mir in meiner Jugend erspart geblieben. Ein eigenes Plätzchen nur für ihn. Die Andergaster lieben ihre Außenseiter. Na gut, dann gehe ich mal weiter zum Marktstand. Hoch, wo sind unsere Freundin hier? Einen guten Morgen wünsche ich. Was macht ein Gaukler an Hildas Stand? Ich bin kein Gaukler. Ich bin Geschäftsmann. Soll ich etwa Lumpen tragen wie du? Oh, wie ich diese Hinterwäldler verabscheue. Was war das? Nichts, nichts. Kann ich euch für ein paar bunte Keramiken begeistern? Oder vielleicht ein paar feine Glaswaren? Ich bin nur auf der Durchreise. Es heißt also, jetzt oder nie. Ihr handelt mit Glaswaren? Es hieß, in Andergast gäbe es kein Glas. Nicht einmal Fenster habt ihr an diesem beschaulichen Ende der Welt. Ich kam her, um dies zu ändern. Woher sollte ich auch wissen, dass diese stinkenden Schweinezüchter kein Geld haben? Ist euch letzte Nacht etwas Verdächtiges aufgefallen? Ach, war der Dieb auch bei euch? Welcher Dieb? Eine meiner Glasschatullen wurde mir gestohlen. Ich konnte den Kerl nur aus der Ferne erkennen. Er trug einen langen Stab auf seinem Rücken. Verdammtes Hirtenpack. Vielleicht war es ein Zauberstab. Bei den Göttern. Was sollte ein Magier mit meinen billigen Waren wollen? Das heißt... So viel Geschmack hätte ich diesem Gesindel gar nicht zugetraut. Was wurde gestohlen? Eine Schmuckschatulle aus falschen Edelsteinen. War ohnehin nichts wert, der Plunder. Warum wurde sie dann geklaut? Hab ich was gesagt? Sie war natürlich ein Vermögen wert. Ein Mann mit einem Stab, die Maske taucht plötzlich auf. Das ist sehr seltsam. Könnt ihr mir etwas zu einem Stein und einem Skarabäus sagen? Handelt es sich um einen normalen Stein oder um einen Edelstein? Gute Frage. Das reicht mir schon. Danke. Nochmal gestohlene Ware. Was wurde gestohlen? Eine Schmuckschatulle war ohne... Sie war natürlich... Wollt ihr denn nichts kaufen? Nein, danke. Was für eine Zeitverschwendung. Okay, wer bist du denn, Rontra-Tempel? Die Krieger im Tempel mögen mich nicht. Sie halten mich für eine feige Schmeißfliege, die ihnen nur Pech im Kampf bringt. Zumindest behaupten sie das. Wozu? Okay. Rondras Haus in Andergast. Die Göttin des Kampfes war mir noch nie wohlgesonnen. Rondras Haus in Andergast. Na gut, okay, was haben wir denn noch hier so? Marktstand. Ich mochte Hildas alten Stand lieber. Zerbrechliche Keramiken, unbezahlbare Glasflaschen, hässliche Schatullen. Wer soll das alles kaufen? Anscheinend... Ah, zum fetten Schinken können wir dieses Mal auch hier rein etwa? Mmh,
Ich hasse das. Der Geruch von Schweinebraten liegt in der Luft. Und ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Angeblich haben sich darin gestern 5 Leute gesammelt, um Fahi aus dem Land zu jagen. 4 wurden versteinert. Der 5. ist mit etwas Glück hierher zurückgekehrt. Mit etwas Glück? Jetzt erfahren wir also auch, wie es hier aus. Ach, die... Geron! Giacomo! Hallo, Geron! Hallo, Heda! Ein Glück! Ich dachte schon, ich hätte dich in deinen Untergang geschickt. Stimmt es, was man sich erzählt? Wurden wirklich Menschen in Steinsäulen verwandelt? Ja, es stimmt. Bei den Göttern! Dann erzählen wir ihm mal davon. Woher kennst du Fahi? Ich traf ihn auf einer meiner Reisen. Angeblich besaß er ein seltenes Feenartefakt, das mich interessierte. Er ist Artefakthändler? Er handelt damit, aber ich hatte nicht den Eindruck, er würde sich damit auskennen. Das Feenartefakt wollte er mir gar als Ritualstein aus den südlichen Dschungeln verkaufen. Ha! Er wusste gar nicht, auf was für einem Schatz er da saß. Wenn Fahi nur ein einfacher Händler ist, woher besitzt er dann die Macht, Nuri zurückzuverwandeln? Ich kenne sein Geheimnis nicht. Aber ich sah es mit meinen eigenen Augen. Wir saßen bei einer Tasse Tulamidengold, als er einen Topf mit einem Bärenstrauch hervorholte und ihn vor meinen Augen in einen Kranich verwandelte. Es könnte eine Illusion gewesen sein. Nein, Geron, das war die mächtigste Magie, die ich jemals sah. Und er lächelte dabei nur fröhlich, als kostete es ihm keinerlei Anstrengung. Geron... Dieser Mann kann nach Belieben Leben in andere Formen gießen. Auch in Stein? Das nehme ich an. Alles klar. Was hat es mit Fahis Traum auf sich? Prinzessin Satyas Reise? Er hat mir nur den Anfang erzählt. Kennst du den Rest? Nein, aber die Schlacht, in die sie zog, war die große Schlacht in der Gorischen Wüste zwischen dem Dämonenherrscher Borberat und Rohal dem Weisen. Ganz Aventurien rang darum, die Welt vor der Dämoneninvasion zu retten. Leider gab es nie jemanden, der ihre Taten weitergeben konnte. Warum nicht? Es gab keinen einzigen Überlebenden. Die Schlacht wurde also verloren. Was hat es mit Fahis Rätsel auf sich? Der Stein und der Skarabäus? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist es der Schlüssel zu dieser ganzen Geschichte. Kann ein einzelnes Rätsel wirklich so viel Bedeutung haben? Fahi schien davon überzeugt zu sein. Lass uns über etwas anderes reden. Was macht die Feenforschung? All meine Forschungsenergie fließt in die Ergründung von Nuris tragischer Verwandlung. Es ist ja schon schwer genug, ein Volk zu erforschen, das in Aventurien selbst nicht existiert. Nun muss ich auch noch einen Seelentausch zwischen einem Raben und einer Fee verstehen. Ich weiß nicht, wie ich deine Hilfe jemals aufwiegen soll. Nun, du könntest mir tatsächlich einen Gefallen tun. Sprich. Kannst du mir etwas Wein von Hildas Tresen bringen? Sie will mir keinen geben. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Danke, Geron. Hier kannst du ihn hineinfüllen. Warum will sie ihm kein Wein geben? Warst du gestern Abend hier? Ja, aber auf meinem Zimmer. Hier unten war mir die Stimmung zu aggressiv. Es floss viel Alkohol. Kannst du dich erinnern, wer alles da war? Die 3 am Nachbartisch. Und dann noch 4 andere. 5 Leute haben gestern Fahis Zelt angegriffen. Aber nur 4 wurden versteinert. Nur welcher von den 3 ist es? Alles klar, einer von den 3 ist es also. Dann... Danke, Giacomo. Wir sehen uns dann später. Warte noch. Fahi mag sich als dunkler Magier herausstellen, aber wenn du Nuri zurückverwandeln willst, ist er inzwischen unsere letzte Hoffnung. Wovon sprichst du? Feen brauchen Feenmagie in ihrer Nähe, sonst verändert sich ihr Geist. Und Nuris Körper war lange Zeit der größte Quell an Feenmagie, den sie hatte. Das bedeutet, wenn es dir nicht gelingt, sie bald zurückzuverwandeln, wird sie bald alles Feeische verlieren und alles vergessen. Sie wird vergessen, wer du bist und was ihr erlebt habt. Sie wird sogar vergessen, wer sie selbst einst war. Das darf nicht geschehen. Hast du eine Spur, was mit Fahi geschehen ist? Nein, aber gleich. Heda, wer war gestern mit dem Mob im Wald? Das sind ganz störrische Burschen. Ich werde schon irgendwie mit ihnen fertig. Na dann, gehen wir erstmal zum Hilda. Hallo, Geron. Hallo. Ich dachte schon, du siehst mich nicht. Was machst du denn Seit hier? Wann bist du die neue Schankmaid? Seit der Saatzeit schon. Vermisst du mich etwa auf dem Markt? Ich frag nur. Was ist das für ein Wein? Das ist roter Geron, Geron. Aus den Nordmarken. Klingt lecker, nicht wahr? Klingt eher, als schulde mir jemand eine Kostprobe. Tut mir leid. Aber das Fass hat Graf Schwendrich von Zornbold bestellt und auch schon bezahlt. Er holt es heute Abend ab.
Kannst du mir sagen, wer gestern Abend alles hier war? Alle, die jetzt auch hier sind. Und dann noch Wolfram mit seiner Schwester und zwei Freunden. Aber es heißt, ihnen sei gestern im Wald etwas zugestoßen. Danke. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Alles klar. Ach, komm schon, Hilda. Das bisschen Wein wird schon keiner vermissen. Tut mir leid, aber das Fass hat Graf Schwendrich von Zornbold bestellt und auch schon bezahlt. Er holt es heute Abend ab. Alles klar, dann werde ich vielleicht... Bis später, Hilda. Lass mich nicht warten. Mal schauen. Kann ich das eventuell denn... Der Wein fließt nun ungestört zu Boden. Hihi, Weinkrug. Das wird jetzt eine Weile dauern. Ich stelle die Karaffe einfach unter das Rinnsal und widme mich derweil dem Schinken. Fex sei es gedankt, sie hat nichts gemerkt. Gut, Rotwein. Ich danke dir, Geron. Nicht nötig. So. Wart ihr drei gestern Abend auch schon hier? Fragt wer? Jetzt sagt schon. Wart ihr? Geht dich nichts an. Wir waren alle drei hier. Die ganze Nacht? Die ganze gottlose Nacht. Du machst einen sehr entspannten Eindruck. Mein Weib hat mir heute freigegeben. Und das, nachdem ich mir gestern die halbe Nacht beim Zechen um die Ohren geschlagen habe. Eine gute Frau. Hast du nur getrunken? Nicht viel. Ich musste doch mit meinem Freund hier Karten spielen. Wer hat gewonnen? Na, ich. Der Penner hier war viel betrunkener als ich und musste ständig rausrennen. War er lange weg? Nein, überhaupt nicht lang. Aber lang genug. Dumm. Man sollte einen erfahrenen Spieler niemals während einer laufenden Partie ganz allein am Tisch zurücklassen. Eine teure Lektion, aber notwendig. Okay. Du hast also deinen schlafenden Freund beim Kartenspiel ausgenommen. Ja, jedes Mal, wenn er mich ganz allein am Tisch gelassen hat, kam er als werdender Verlierer wieder zurück. Das zeigt, wie unerfahren er ist, im Spiel wie im Alkohol. Okay. Warum starrst du den Jungen so an? Ich zähle die Läuse auf seinem Kopf. Lenk mich nicht ab. Hast du das gestern auch schon gemacht? Nein. Gestern lag ich in meinem Saft und hab meinen Vater zu einem stolzen Mann gemacht. Bei Svafnir hab ich viel gesoffen. Du warst also den ganzen Abend hier? Ja. Genau an diesem Fleck. Alles klar. Du lagst also den ganzen Abend besoffen auf dem Tisch. Ist das ein Verbrechen? Nein, nein, ich frage nur. Alles klar, den Schlafenden. Heda, aufwachen. Aha. Wo warst du gestern Nacht? Karten gespielt. Und? Getrunken. Den ganzen Abend? Weiß nicht, vielleicht. Du hast den ganzen Abend hier Karten gespielt und getrunken? Weiß nicht, vielleicht. Mehr werde ich aus dem nicht rausbekommen. Einer von euch wollte gestern Nacht helfen, die Thulamiden im Wald anzugreifen. Und ich will wissen, wer. Verschwinde. Hier verpfeift keiner keinen. Genau. Wenn ich ein Geständnis will, dann muss ich geschickter vorgehen. Ich glaube, einer von euch lügt. Und wer soll das sein? Die Schlafmütze da. Und woher willst du das wissen? Ja. Ihr beide seid hellwach. Er dagegen wirkt, als habe er die Nacht durchgemacht. Nein, er hat einfach nur zu viel getrunken. Komm wieder, wenn du etwas davon verstehst. Dann gebe ich dir einen aus. Heda! Verdacht äußern. Ich glaube... Und wer soll das... Der Torwaler. Der Torwaler. Und woher willst du das wissen? Er behauptet, die ganze Nacht besoffen in seinem eigenen Saft gelegen zu haben. Aber warum hat er dann keinen Kater? Weil ich was vertrage, du Weichei. Und jetzt mach dich auf was gefasst. Nächstes Mal sollte ich mir ganz sicher sein, bevor ich einem Torwaler unterstelle, dass er lügt.
das einen guten? Hey! Heldentrupp, noch einmal. Heda! Ich glaube. Und wer soll das? Ja, okay, der Holzfäller. Du! Und woher willst du das wissen? Huch, was war das denn jetzt? Heda! Ich weiß, das war jetzt wahrscheinlich falsch, aber... Ich glaube... Und wer soll... Du! Und... Jetzt? Du sagtest, du warst jedes Mal allein, als dein Freund sich draußen erleichterte. Es gibt niemanden, der bezeugen kann, wo du während dieser Zeit warst. Doch, sein Geldbeutel. Wenn ich abgehauen wäre, wie hätte ich dann jede verdammte Partie gewinnen können? Und jetzt lass mich in Ruhe. Die Hilda muss doch wissen, wer von den dreien gestern... Was kann ich dir Gutes tun? Seit wann bist du die neue Schank? Seit vermisst du... Kannst du mir sagen, wer gestern... Alle, die jetzt... Und dann noch Wolfram mit seiner... Aber... Danke. Alles klar. Bis später, Hilda. Lass mich nicht wahr... Haben wir Nuria echt dabei? Nee, Nuria bin ich dabei. Seltsame Gurken, warte mal. Ich will nicht mehr mit diesem verkaterten Haufen zu tun haben, als unbedingt nötig. Schade, vielleicht hätten die Gurken irgendwas gemacht. Sonst habe ich hier nichts.